Einen wunderschönen guten Tag. Wie du siehst, habe ich hier ein paar Veränderungen gemacht und übernommen und hast du nicht gesehen? Ich habe hier auch hier mich schon mal eingruppiert, nennen wir es mal so, als Hexer, und wenn ich dann halt ein paar verfügbare Funktionspunkte habe. Das ist natürlich hier erst ab Level 10, aber das sollte mich nicht stören. Da werde ich dann halt demzufolge schon mal was dazu basteln. Ja, ich habe mir den Raketenschub und schon mal ein Transportmittel, die Schnellreise und halt hier schon mal ein bisschen Kladderadatsch hingepackt. Und ja, wo muss ich denn hin? Am besten hier zu diesem Datenpad. Mann, jetzt wollte ich gerade hier rechts gucken nach der Map, aber jetzt ist sie ja hier drüben. Ach, ist das ungewohnt. Judy, ich merz die mal aus. Ja, Kloschnecken zu töten ist ja jetzt hier nicht wirklich eine Kunst. Zum Datenpad ging es da lang, ne? Ach, und die Sprengsätze waren also doch in die Richtung. Na gut. Hier ist das Datenpad. Das Datenpad sagt schon, die Sprengsätze. Passiert hier noch was? Nö, ne? Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich musste erstmal wieder ein bisschen reinfinden und mich reinfuchsen. Oh, guck mal, ich habe einen Buff bekommen. Die hatte ich schon gesucht gehabt. Irgendwie habe ich sie nicht gefunden. Sehr nett. Freue ich mich darüber. Ich habe die Explosionen gehört, als ihr die Sprengsätze gezündet habt. Hervorragend. Cool. Und Stufe 3. Ja, die ziehe ich mir erstmal an, weil ich glaube, ich hab gar nichts, was ich anhabe. Ja, nicht wirklich irgendwas. So, kann ich hier mir auch gleich noch, Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? die Denn da. fort. Pack das doch mal dahin, Junge. Tihi. Datenpad. Imperialer Erlass. Imperialer Erlass 936. Söldner haben die Kloschneckenplage in Akunta Pals Grab ausgenutzt, um wertvolle Artefakte aus der Tiefe zu stehlen. Diese Situation ist inakzeptabel. Ihr seid dazu ermächtigt, diesen Söldnern mit äußerster Gewalt eine Lektion zu erteilen. Echt jetzt? Erteilen, dass weitere Entweihungen nicht toleriert werden. Die Aufgabe ist gefährlich und es wurde eine Gefahrenzulage bewilligt. Wenn ihr eure Mission erfüllt habt, trefft mich an der Krankenstation, um eure Entlohnung zu erhalten. Sergeant Riekel.
Ein Schokoriegel hätte ich jetzt gerne. So. Jetzt muss ich noch die Artefakte beschaffen. Ah, da werden sich da bestimmt wieder welche abseilen. Ich muss gerade durch, nehme ich mal an. Nee, ich muss hier rein. Aua! Drei Stück brauche ich. So. Dann spare ich mir nämlich das ganze Gekämpfe da. Oh, hier ist sogar noch was zum Looten. Aber warte mal, muss ich nicht? Ah, nee. Fremdartiger Akolyth. Ungewöhnlich, aber nicht unerwartet. Die Sith behandeln dein Volk nicht gut. Aber das wird eher von Vorteil sein, denke ich. Du bist hier für deine Prüfung, ja? Du sollst die Geheimnisse der Sith von einem alten Tattergreis in einem Grab lernen. Und dann hoffentlich mit einem Zeichen meiner Zustimmung zu deinem Aufseher zurückkehren. Ja, mein Lord, das stimmt. Natürlich tut es das. Ich weiß, wie die Dinge an der Oberfläche ablaufen.
Doch bevor ich meine Entscheidung treffe, musst du eine Blutsprüfung bestehen. Wenn du überlebst, werde ich dich lehren, was ich weiß. Ja, aber gegen die Akolyten zu kämpfen, ist jetzt nicht wirklich. Ist jetzt momentan zumindest keine große Herausforderung. Bis jetzt. Ausgezeichnet. Diese ehemaligen Akolyten wollten nur eine zweite Chance auf Ruhm, indem sie dich töten und deinen Platz einnehmen. Aber dein Verlangen war stärker und du hast deinen Sieg mit ihrem Blut versüßt. Gut gemacht. Doch noch bist du kein Sith. Frieden gibt es nicht, nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlange ich Macht. Durch Macht erlange ich den Sieg. Durch den Sieg zerbersten meine Ketten. So lautet der Kodex der Sith. Behalte ihn im Herzen und du wirst die Stärke haben, alle deine Gegner zu vernichten. Verstehst du? Aber ja, es ist meine Bestimmung, ein Sith zu werden. Gut. Dann geh. Geh zurück zu Harkun und vermehre deinen Hass auf ihn. Benutze deine Angst vor ihm, um stärker zu werden. Vielleicht hebt er seine Faust, um zuzuschlagen. Doch es ist Lord Zash, die bestimmt, wen der Schlag trifft. Ich frage mich nur, wer Zash kontrolliert. Wenn du die Antwort auf diese Frage kennst, wirst du mehr Macht haben als deine beiden Meister. Geh jetzt. Ich muss ruhen. Marek. War das nicht hier rein? Nee, es war gerade durch. Kann man ja mal ein bisschen durcheinander kommen, wa? Töten? Hatte ich besser gesagt. Getötet und jawohl, gerade durch. Loot ist immer gut. Es gibt Knete. Da gerade eine Jacke gesehen? Geht. Die Schuhe. Ja.
Scheiße. Ich wollte gerade sagen, die kann ich ja trotzdem anziehen, bis ich halt ein paar geeignete finde, aber naja, dem war nicht so. Bin ich hier richtig? Nicht wirklich. Aber da kann ich auch nicht durchgehen, also bin ich ja doch richtig. Kann ich die auch runterschubsen? Nee. Naja. Postkasten. Ich werde verrückt. Ne, den mache ich dann aber später. Ich habe mich um euer Problem mit den Plünderern im Grab gekümmert. Ah, dann nehme ich an, dass meine Männer tot sind. Aber selbst so habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Ihr Verlust ist euer Gewinn, nehme ich an. Ich bin äußerst dankbar. Jawohl. Spitze. Geil. Da gibt's noch eine Buchse. So, sehr schön. So, hier ist noch ein Sunny. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Kann das auch weg? Ja, aber das... Leben Sie wohl. Ja. Kann man ja mal bitte nehmen, ne? Sie sämtliche Produkte so. Nur nach Anleitung. Ja, weiß ich doch. Halt deinen Mund. Habe ich jetzt das Richtige genommen? Scheiße. Warte mal. Ich mach's ganz einfach. Ich mach's so. Schepitze. Judy, das soll's gewesen sein. Ich werde mich hier zum Postkasten bewegen, meine 5 Trilliarden Nachrichten mal lesen und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Nachrichten, die mache ich dann in der nächsten Folge nicht. Ich lese die jetzt einfach offline, weil das doch echt, das sprengt ja förmlich den Rahmen und das meiste ist eh nur so, hallo und willkommen und bla bla bla. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!